Hallo und willkommen zurück zu Factorio Panoram. Der Plan für diese Folge ist, hier weitere Grundmaterialien an diese Produktionsstätte zu bringen, sodass wir die ersten Chips richtig herstellen können. Das, was wir hier sehen, sind ja nur die Grundplatinen und da müssen noch ein paar Sachen hinzugefügt werden. Letztendlich wollen wir dann hier diese Laborinstrumente herstellen, die wir jetzt immer noch von Hand craften für die grüne Forschung. Das wird diese Folge nichts, aber diese Folge hatte ich mir überlegt, zumindest mal die wichtigen Rohstoffe hier anzuliefern. Und das wäre, da wollte ich dann auch für die Sachen, die hier auf die unteren Bänder kommen, diesen Bahnhof vorerst benutzen und würde dann halt sagen, hier liefern wir mal Eisen an und hier unten Kupfer, damit sich die Züge erstmal nicht ins Gehege kommen. Dann habe ich nochmal nachgeguckt in dieser Produktionseinrichtung, was brauchen wir? Ne, das ist das falsche Board. Was brauchen wir denn hierfür noch viel? Also, wir brauchen relativ viel Eisen, wir brauchen relativ viel Kupfer und wir brauchen für diese Sachen aber auch relativ viel Coke. Und deshalb würde ich gerne den hier mal wegmachen und die Coke-Produktion würde ich dann hier oben hinsetzen. Nicht die Produktion, die Coke-Anlieferung. Damit das auch auf eins der unteren Fließbänder gebracht wird. Dementsprechend wird dieser Zug hier noch eine weitere Station kriegen. Und zwar. Achso, die muss ich erstmal benennen, ne? Die heißt Nord. In diesem Fall erstmal Coke. Da werde ich noch eventuell zwei andere Sachen hinzupacken. Müssen wir mal gucken. So, dann würdest du hier sagen Nord Coke. Das kommt hier mit hin. 2 Sekunden Inaktivität. Okay. Sollte passen, er sollte jetzt dahin fahren. Achso, genau, die laden nur da Coke aus, ist alles klar. Und das Zeug hier, das packen wir hier mal wieder mit rein. Und was ich nicht bedacht habe, ich muss hier noch ein Signal zwischensetzen, damit, wenn er nämlich hier hochgefahren ist, der andere Zug schon wieder was einliefern kann. Achso, da habe ich doch ein Signal gesetzt. Es war nur halb verdeckt. Das ist eine andere Farbe, alles klar. Gut. Dann hier an dieser Seite sagen wir, du bist Nord. Mit den Farben muss ich mir auch nochmal was überlegen, dass ich Anlieferungssachen immer die gleichfarbig mache, Abholsachen gleichfarbig und so weiter, damit ich ja besser durchsteige. Aber ich habe mir noch kein Muster überlegt. Nord, Eisen und Kupfer. Und dann machen wir noch mal hier ein Anlieferung hin, denn es könnte ja auch was abgeholt werden. Und jetzt mal bin ich mal gespannt, wenn ich den hier umbenenne, wird das beim Zug auch mit umbenannt. Oh, das ist fantastisch. Das heißt, ich kann später auch noch Haltestellen umbenennen und muss nicht alle Züge durchgehen. So, jetzt brauchen wir Filtergreifarme. Vier. Ah ne, wir brauchen keine Filtergreifarme, wir brauchen diese hier. Hier auf diesem Gleis fahren ja Züge, die mehrere Sachen haben. Hier soll nur eine Sache überhaupt geliefert werden. Also pro Waggon. Im ersten Waggon ist hier halt immer Eisen. Müssen wir hier nochmal eben setzen, wie hätte ich das mir jetzt gedacht.
So. Ich habe auch noch mal bei der Forschung nachgeschaut. Stapelgreifarme könnten wir erforschen, aber wir können sie noch nicht bauen. Dafür brauchen wir rote Chips. Also jetzt versuchen wir quasi erstmal die grünen, die vormals bekannten grünen Chips herzustellen. Und wir brauchen dann aber die roten. Und da haben wir eben schon mal gesehen, als ich mich verklickt habe, wir brauchen Batterien, Optical Fiber, Dioden, Mikrochips. Und allein für Mikrochips brauchen wir schon verschiedene Sachen. Das wird ein riesiger Komplex, das hier zu bauen. Ah nein, es geht auch noch weiter da unten. Ja, naja. Also die nächsten 100 Folgen, würde ich sagen, haben wir die noch nicht fertig. Es sei denn, wir können die vielleicht von Hand craften. Gibt es da auch die Möglichkeit? Wo sind die Circuit? Nee, haben wir in dem Fall nicht. Okay. So, dann haben wir hier Kupfer. Und wir brauchen einen Zug noch. Und wir brauchen zwei Waggons. Oder wir machen den sogar direkt mit drei Waggons. Dann kann hier unten auch noch was rein. Ich weiß aber noch nicht was. So, wo wird die Eisen- und Kupferproduktion stattfinden? Irgendwo, wo viel Platz ist. Aber jetzt habe ich noch keine Ahnung. Das heißt, jetzt werde ich die Eisenproduktion und Stahlproduktion erstmal hier in dem Bereich lassen. Kupfer kommt vielleicht dann mal links daneben oder so, müssen wir mal gucken. Aber erstmal bleibt es so, wie es ist. Man muss ja in kleinen Schritten denken. Und erstmal haben wir da unten eine funktionierende Eisenproduktion. Und werden die dann erweitern. Das heißt, wir brauchen auch unten noch einen Bahnhof. Wir brauchen genau einen Bahnhof. Ja, ist richtig. Gleise haben wir noch. Ja, ist okay. So, das eine Ding schenke ich mir jetzt gerade mal. Jetzt müssen wir mal runter. Ich will mal eben kurz gucken, bevor ich runtergehe, ob das hier alles klappt. So. Mal rein. So, er fährt jetzt hoch und wird da ausgeladen und der andere kann hier schon wieder was machen. Und guck mal, der hatte Dings dabei, der hatte Printed Circuits dabei. Das heißt, unten scheint es wieder zu funktionieren. Es waren jetzt nur ein ganz paar, aber grundsätzlich geht es wohl wieder da unten. So. Ich dachte, vielleicht neben den Steinbahnhof setze ich noch einen Bahnhof für Eisen und Kupfer. Und ich will jetzt nicht ein Fließband oder zwei Fließbänder von unten nach oben legen. Das würde zwar temporär die schnellste Lösung sein, aber nicht für die Zukunft. Denn irgendwann ist die Eisenproduktion vielleicht gar nicht mehr unten, sondern vielleicht ist die Eisenproduktion irgendwann mal hier. Und dann kann der Zug immer noch an dieselbe Station andocken. Und es funktioniert auch weiterhin. Okay, hier haben wir ein kleineres Problem. Vielleicht links daneben. Ich muss ein bisschen haushalten. Aber wenn wir das so machen. Achso, wir brauchen natürlich zwei mögliche Haltstationen. Kann sein, dass der Platz nicht reicht. Obwohl, doch, da ist ja ein Zug. Doch, doch, das drei brauchen wir. Das würde schon. Ah, ein bisschen.
knapp werden, aber ja. Okay, das ist schon zu lang. Immer noch. So, jetzt habe ich hier ein Signal, das ist okay. Hier ein Signal hin. Und hier ein Kettensignal hin. So. Dann kommen die schon mal zurecht. Jetzt müssen wir hier noch. Achso, genau, ein paar Signale muss ich noch mal nachbauen. Ich kann auch noch flacher bauen. Ja, das ist mir lieb. Noch flacher. Noch einen. So. Dann brauchen wir zwei Kettensignale. Ein Hauptsignal. So. Jetzt müsste der Bahnhof hier eigentlich für drei Stationen reichen. Also für drei Waggons. Sogar für vier. Ja, vielleicht kommt da noch was dazu. Müssen wir mal schauen. So, du heißt jetzt Main Abholung Eisen und Kupfer. So, und dann können wir nämlich Eisen hier von rechts beliefern. Ja. Soll ich den letzten hier opfern? Ja, ich mach das mal. Ich weiß nicht, ob der Klippensprengstoff auch Sachen beschädigt. So, wir brauchen noch mehr Ärmchen. Kupfer von da. Ich denke, für später wäre es klug, zwei Fließbänder dahin zu legen. Irgendwie so. Und ich muss gerade mal gucken, von wo schnappen wir uns jetzt Eisen. Ist das Eisen? Sieht so aus. Nee, falsch rum. So rum. Also nicht falsch rum, aber anders als ich es haben wollte.
So, jetzt muss ich den Kram hier loswerden. Du willst das. Du wirst Molten Iron nicht los. Weil er hier nichts zu tun hat. Jetzt muss ich doch noch mal eben gucken, wie das Verhältnis war. Und das geht tatsächlich schneller, wenn ich rechne, als wenn ich das so mache. Wir brauchen 100 Molten Iron in 4 Sekunden und ihr macht 10 Molten Iron in 4 Sekunden. Also können 10 Maschinen den einen hier versorgen. Dann baue ich noch mal, sagen wir mal, 3 Stück nach. Also weil jetzt erstmal nicht mehr oben hinpasst. Eigentlich brauchen wir noch... Noch 4, dann haben wir 8. Es kann schon wieder knapp werden da oben. Egal. In der Zwischenzeit... Das ist zu tief. Machen wir das da. Und der andere, der kann dann da lang. Die können sich hier noch mal teilen. Vorausgesetzt, wir haben später mal eine größere Eisenproduktion. Jetzt ist es natürlich lächerlich, wir kriegen ja noch nicht mal ein Band voll. Das ist ja Illusion, was wir hier sehen, dass das Band da voll ist. So, ich brauche Fließbänder. Ich will mal eben was gucken, ob wir vielleicht Stahl ganz oft auch brauchen. Ja, brauchen wir sehr oft. Und dann würde ich das vielleicht in den dritten Waggon da packen. Dann haben wir Eisen, Kupfer, Stahl. Das sind Dinge, die wir immer wieder brauchen. Die sind dann halt zusammen in einem Zug. So, ich brauche wahrscheinlich auch Motoren. Ja.
alles klar. Noch mehr von den Greifarmen. Ein paar von den Dingern. Eisenplatten. Oh je. Hier kommt überhaupt nichts mehr an. Das Kupfer wird unten weggefressen, das Kupfererz, oder? Das habe ich wieder ein Fließband ruiniert. Das würde ich mir natürlich auch zutrauen. Wo bin ich jetzt? Also hier wird ja nichts mehr gefördert. Okay, das können wir demnächst abreißen. Aber von irgendwo muss doch noch Kupfererz kommen. Von da. Von hier. Von da. Und es kann sein, dass unten alles weggefressen wird. Aber es kann auch sein, dass es irgendwo unterbrochen ist. Kann doch sein, dass überhaupt gar kein Kupfer mehr ankommt. Da wäre noch was. Ich würde sagen, da ist was unterbrochen worden. Hä? Ich habe hier das Lagerhaus dazwischen gesetzt und das Fließband nicht wieder heile gemacht. Gut. Fahren wir eben im Zug hin. Ich habe eine Lok dabei. Habe ich auch Brennstoff? Ich habe doch ein... Nein, ich habe keinen Brennstoff. Und ich habe auch so viel Kram in der Tasche. Also gut. Brennstoff haben wir hier. Da. Nicht durch. So. Achso, den Zug habe ich schon abgestellt, alles klar. Nehmen wir dich auch mal kurz. Einmal so. Und dann bekommst du den Plan. Süd, Lager 1. Bitteschön. Muss ich nicht selber steuern. Ja, mit drei Waggons ist er natürlich nicht das schnellste. Wäre ich wohl besser nur mit der Lokomotive gefahren. Und das alles, um ein Fließband zu reparieren.
So, da werden wir alle aussteigen. Dass mir das auch nicht aufgefallen ist. Ne? Kann man das irgendwie übersehen? Eigentlich nicht. Ich wollte das hier höher legen, wahrscheinlich. Kann die Strecke weg. So, habe ich Kupfererz aufgenommen, sieht nicht so aus. Nord-Abholung, nee, Main-Abholung, Eisen, Kupfer. Treibstoff geht eine Weile. So, er bekommt hier noch keine Wartebedingungen. Und dieser eine Zug, der jetzt gerade gefahren ist. Ich hoffe, der bleibt hier auf dem Wartegleis stehen. Nö. Ihr wisst, was ich verkehrt gemacht habe, ne? Das war diese Coke-Geschichte, die ich geändert habe. Das eine Lagerhaus fordert jetzt ständig Coke an, wird aber natürlich nicht mit Coke beliefert. Du hier. Da würde ich sagen. Machen wir die Bedingung ganz weg, weil da oben können wir die Kisten begrenzen. So, jetzt müsste alles rot sein, würde ich sagen. Hallöchen. Ich fahre mit ihm weg. Der Zug müsste jetzt da stehen bleiben. Ja. Aber. Was ist, wenn Coke leer läuft und die anderen Sachen nicht da sind? Das ist auch blöd. Denn die Kisten können natürlich trotzdem mal leer laufen, aus irgendeinem Grund. Wir brauchen ganz viel Coke, aber das Zeug ist noch alles voll da. Und deshalb kommt keine Lieferung mehr. Also lasse ich das doch mal drin. Und sage hier aber Coke
kleiner 1000. Und jetzt müssen wir mit dem Lagerhaus auch das andere Lagerhaus verbinden. Also diese Dinger hier. Und da müssten wir jetzt halt einen Wert haben von 600 mal 6, also ungefähr 3600, 3800 vielleicht. Ja, 3700 Coke stehen hier als Signal an und dementsprechend ist der hier nicht kleiner 1000 und dementsprechend ist das Signal nicht auf grün gegangen. Kann man nicht sehen, ob der jetzt auf rot oder grün ist, oder? Egal. Wir wollen wieder zum Bahnhof. Man könnte hier so eine zweite Reihe noch daneben setzen. Müssen wir dann mal gucken. Im Moment mache ich es erstmal so. So, jetzt haben wir hier noch neue Fabriken mitgebracht. Kann ich das nicht eben kopieren? Wäre, glaube ich, ganz günstig. Ja, ja, das Fließband da, das wäre blöd, das zu kopieren. Machen wir erstmal so. Ja. Ich mach's mal mit Schiff, dann wird ein bisschen was zumindest gesetzt. Drei Stück. Das Ding kann weg.
Das ist richtig, ja. So. Soll das Ding hier durchgehen? Ja, im Prinzip schon. Das könnte hier für später auch noch weitergehen. So. Rote Ärmchen. 1, 2, 3, würde ich sagen. Also noch mal zwei nachbauen. Zweimal. Ich sehe nichts vor lauter Rauch hier. Ne, warte, der kriegt ja schon. Okay, Borax. Ja, ist ja gut. Die können wir eben weg. So, jetzt kannst du das Zeug hier nehmen. Ich sehe es nicht. Das ist Borax. Und was habe ich hier aufgenommen? Raw Borax. Ich muss doch auch irgendwo Borax aufgenommen haben. Also nochmal. Das hier ist. Man sieht es nicht. 78. 78. Ich bin ja blind.
Ach so. Ja, das ist der Trick. Ich könnte Shift C drücken. Dementsprechend hatte ich nämlich auch mein Kupfer hier. Ist ja schön mit diesen Trash-Slots, man muss nur dran denken. Kupfer kommt wieder an, das ist schön. Okay, ich habe eine Menge Zeug abgegeben. Wahrscheinlich auch Sachen, die ich noch behalten wollte. So, zurück zu der Eisenverarbeitung. Wenn der jetzt noch Strom kriegt, dann sollte er auch arbeiten. Und dann haben wir jetzt unsere Eisenproduktion um 75% gesteigert durch die drei Dinger hier. Das vierte Teil habe ich hier irgendwie in der Tasche. So. Ich stelle es mal temporär dahin. Ich hoffe, es fällt mir ein, dass ich das denn hier noch verlängern will. Und das Ding können wir nochmal komplett hier auch auf die linke Seite setzen, um es zu erweitern. Jetzt hatte ich überlegt, Stahl wollte ich noch mit zum Bahnhof bringen. Hier den Platz lasse ich mir dann frei. Hier haben wir noch Stahl. Mhm. Hier habe ich Glas. Warum? Das gefällt mir hier gar nicht mal so gut. Das ist ja eh nur hier für die Schienen. Muss ich das da so lang legen? Nein, muss ich natürlich nicht. Aber ich mache mir das jetzt mal zunutze und sage, hier links kommt nur Stahl raus. Eigentlich kann ich es dann auch direkt hier lang legen. Ja, ist besser. Wenn ich das hier eine Bahn nach rechts versetze, also erst hier unten lang laufen lasse, dann da, dann verbrauche ich eine zusätzliche Linie von Nord nach Süd. Das muss ja nicht sein.
Platz ist knapp. Vor allen Dingen, weil wir ja Millionen von Produkten hier irgendwo langführen müssen. So, und jetzt gehst du mal hier so lang. Zug kommt keiner, okay. Noch mehr Ärmchen. Jetzt auch die Frage, will ich hier Eisenkisten begrenzen? Ich glaube eher nicht. Will ich das Zugding begrenzen? Nein. Das wird jetzt über die nächsten 10 Stunden irgendwann mal volllaufen. Das macht aber nichts. Irgendwann werden wir das Eisen ja verbrauchen. Das ist ein bisschen blöd. Da komme ich doch, oder komme ich da rum? Ja. Das würde so gehen. Dann machen wir das auch erstmal nur auf dieser Bahn. Irgendwann haben wir auch rote Förderbänder. Das dauert noch sehr lange. Weil wir dafür auch rote Schaltkreise brauchen. Aber dann kann man da mal ein zweites Kupferband hinlegen, wenn das überhaupt noch aktuell ist dann. Ach so. Haha. ja. Es ist nur Stahl, Leute. Das ist, hier kommt dann auch irgendwann ein rotes Unterirdisches. Und dann funktioniert das alles wieder. Aber momentan begrenzen wir es dann halt auf 4. Auf 3. Wir begrenzen es natürlich auf 3. Okay. So. Jetzt kriegen wir Stahlbarren nach oben. Wann soll der Zug abfahren? Achso, Kupfer. Genau, bevor der Zug überhaupt sich in Bewegung setzt, brauchen wir Kupfer. Das ist hier nicht die perfekte Route, weil hier nämlich noch ein Fließband lang geht.
Müssen wir eigentlich hier nebenlegen. Holz. So, und hier sind schon Kupferplatten. Dann nehmen wir doch genau diese Strecke hier auch. Aus den gleichen Gründen wie bei dem Stahl. Wenn wir hier schon eine Nord-Süd-Route benutzen, dann bleiben wir bei der gleichen Nord-Süd-Route möglichst. Nein! Hier ist jetzt geschmolzenes Glas übrigens und wir transportieren Glasplatten vom Westbahnhof zum Nordbahnhof. Ja. Entweder das eine oder das andere kann vielleicht auch weg. Aber nicht jetzt. Sonst bin ich nur ständig am Ändern. So. Jetzt müssten wir da auch Kupfer haben. Und da würde ich mal sagen, also erstmal braucht hier noch Strom. Strom für Stahl. Können wir den hier begrenzen? Das kann man ja später mal ändern. Aber nicht, dass der uns jetzt allen Stahl, den wir haben, wegfrisst. So, wann soll der fahren? Der soll, wenn Zeit vergangen ist, fahren. Also er soll hier mindestens eine Minute stehen bleiben. Und wenn er angefordert wird, geht das. Geht das, dass wir ihn von oben... Nee. Der bleibt hier sogar 2 Minuten stehen. Dann fährt er hoch. Nordanlieferung Eisenkupfer. Und da geht er weg bei Inaktivität. Dann steht er halt hier immer so rum und fährt dann mal hoch und wenn da oben nichts zu tun ist, wenn da nichts anzuliefern ist, fährt er halt direkt wieder zurück. Aber jetzt hier nochmal eine Schaltung runterlegen und so, das ist ja auch Aufwand. Ja, das habe ich ja geschickt gebaut hier.
So, wir können mal mit dir mitfahren. Ja, die beiden stehen da sehr gut in Warteposition, so soll es sein. Und jetzt habe ich immer noch ein paar Lücken. Eisen, Kupfer, wo kommt Stahl? Stahl kommt hier. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir da rechts überhaupt Stahl brauchen. Aber ja, jetzt liegt es erstmal da. Die Dinger sollte ich auch begrenzen. Das wird ewig dauern, bis ich das hier überhaupt. Es ist zu viel, warte mal. Ja, machen wir so. Also ganz wenig will ich jetzt auch nicht nehmen. Und hier Kupfer und 24 Kupfer bleiben. Ja, Kupfer und Eisen, das kann ruhig verlaufen. Wird viele Stunden dauern, aber so ist es halt. Oh, der hat eine Zeit zu tun. Egal. Ich denke. Warte mal, warum wird Coke nicht ausgeliefert? So, dann haben wir von den unteren sechs Bändern vier belegt. Das sind ja die, die doppelt belegt werden. Und die oberen sechs Bänder werden mit zwei verschiedenen Sachen belegt. Also, ja, also hier werden, kommt auf jede Seite, auf beide Seiten das gleiche Produkt und hier kommt auf jede Seite ein anderes Produkt. Gut. Was machen wir jetzt noch? Das dauert noch ein bisschen mit der Forschung. Also kann durchaus noch eine halbe Stunde dauern, also bis er da durch ist. Was brauchen wir sonst noch auf dem Band? Glaube nichts. Also für diese Chips. Ach doch, genau, Keramik. Da, ach genau, Zinn brauchten wir. Brauchten Zinn. Ach so, und Keramik war Coke und Clay. Clay können wir vor Ort produzieren. Kupferkabel, Glas und Zinn wieder. Das haben wir ja schon. Graphit wird aus Coke hergestellt. Gut, also nur noch Zinn. Wir müssen hier noch eine Zinnanlieferung machen.
Das passt thematisch in diese Folge und deshalb wird es hier noch weiter gemacht. Damit wir nächste Folge mit dem Bau der Fabrik da beginnen können. Das heißt, wir brauchen noch einen Zug. Wir haben noch einen Zug. Wir haben noch 7 Cargo Wagons, warum auch immer, wenn ich die gebaut habe. Hier brauchen wir einen vierten. Der muss liefern, wenn kein Zinn da ist. Das werde ich jetzt aber noch nicht einschalten. Der Zinnzug kommt von unten. Ja, quasi da, wo eben jetzt auch Kupfer und Eisen das Gleis ist. Da machen wir noch ja, den anderen Kram, den wir jetzt hier herstellen. Also Zinn, Chrom, Titan. Könnten wir hier neben sitzen? Ja, ich habe keinen Klippensprengstoff. Es wäre sonst aber schon ganz gut, das dahin zu setzen. Boah, Klippensprengstoff, das ist weit. Ja, wir müssen sowieso rüber. Wir müssen das Zinnfließband hier schon mal rüberlegen. Ich sehe, wir sind schon mal wieder zwei. Wieso habe ich hier so eine komische Lücke gelassen? Achso, genau, wegen zwei Erzförderer können dahin. Habe ich nicht noch Erzförderer gehabt? Aber die habe ich jetzt für andere Sachen benutzt. Ist egal. Wir können hier drei freilassen und dann haben wir hier noch mal Platz für Zinn. Oder wir gehen da drunter. Da drunter ist schlecht. Ich schau mal, ob das hier so geht. Und dann kann ich mir die 2 bis 3 Krippensprengstoff abholen, die da jetzt in unserem Lager liegen. Und ich muss Fließbänder bauen. Oh, und ich habe kein Eisen und so weiter. Ist alles ein bisschen knapp. Zinn müssten wir hier auch schon irgendwo in der Gegend haben, weil wir Solder herstellen. Also Lötzinn. Warte mal, hier ist doch Zinn, ne? Du bist Zinn hier. Da habe ich nicht ganz klug gebaut, aber ich glaube, ich krieg das hin.
So. So rüber. Der geht hier rüber. Der geht dahin. Ja, jetzt stört nur dieses Rohr hier noch. Ein leeres Rohr, das irritiert mich ein kleines wenig. Das ist ein schlechtes Zeichen, glaube ich, dass das leer ist. So, du kommst dahin. Was ist denn das für eine Flüssigkeit? Ist das Tar oder? Tar ist leer. Ey, das ist aber ein schlechtes Zeichen. Kann ein Tar leer sein? Oder habe ich hier wieder nur auch von unten Rohr gekappt? Das kann natürlich sein. Ja, da muss ich mich gleich mal drum kümmern. So. Jetzt kriegen wir schon mal Zinn irgendwo nach links. Jetzt hole ich mir Klippensprengstoff und gucke nach, was mit dem Tal los ist. Also ich muss ja sowieso runter wegen Klippensprengstoff und dann, sonst würde ich es mit dem Radar suchen. Oder kommt da ab und zu mal, kommt überhaupt nichts durch. Das kann nicht sein, wir produzieren Tar, also muss da auch irgendwo ab und zu mal was ankommen, wenn das Rohr nicht unterbrochen wäre. Okay, da geht das nach links, da müssen wir gleich gucken. Jetzt erstmal hier was mitnehmen. Na, habt ihr einen Tipp, wie viel es sind? Sechs Stück, wow, ich hatte ja nur gesagt drei. Ist nicht weit und wir müssen eh wieder zurück nach links oben, deshalb verfolge ich dieses Tarrohr jetzt noch mal. Ich habe ja hier irgendwann mal was umgebaut.
Und da ist Schluss. Er wird mich ja warnen, wenn ich es nicht vernünftig anschließen kann. Ne, warte, hier ist Tar. Hier ist aber ein anderes Tar. Also eine andere, für eine andere Richtung. Machen wir das hier. Und wahrscheinlich, als ich das angeschlossen habe, habe ich da oben was vermurkst. Ja, jetzt muss ich das nur irgendwie hier noch rüberbringen. Einfach alles dicht gebaut hier. Gut, er hat nicht gesagt, zwei unterschiedliche Flüssigkeiten dürfen nicht vermischt werden. Passt also. Ist das klug so? Eigentlich wäre es hier besser, ne? Aber das ist das blöde Wasserstoffrohr, das er auch abbiegen will. Egal, nicht so lange drüber nachdenken. Hier machen wir wie Zink, ne? Nickel. Na klar, Nickel machen wir hier. Brauchen wir diese Platten? Habe ich die für irgendwas gebraucht? Bestimmt. Schwefel. Nickelchrom. Ja. Das Zeug muss auch irgendwie zum Bahnhof transportiert werden, aber nicht jetzt. Für irgendeine Fabrik oder ich weiß es nicht. Wofür habe ich das denn gebraucht? Ich brauchte das für irgendeine Fabrik, meine ich. Aber hier ist alles gelb oder kommt jetzt noch was Grünes? Bei den Rezepten. Nö, keine Ahnung. Okay, dann muss ich wieder nach links oben, muss noch Fließbänder mitnehmen. Den Nickelbahnhof noch eben zu Ende bauen. Den Zinnbahnhof noch zu Ende bauen.
Da fällt mir ein, wegen der Forschung muss ich nochmal eben gucken, ob unser Labor genug zu tun hat. Ob hier diese Dinger noch drin sind. 166, okay. Das reicht für die Forschung. Und noch viel mehr. So, und komme ich hier jetzt durch? Natürlich nicht. Ja. Jetzt nicht ewig rumprobieren. Danke. Muss nur mal dran denken. Ein Klippensprengstoff pro Stunde. Mehr nicht. Also produzieren wir. Das ist kein Problem. Da komme ich unter durch. Ich denke, am besten gehe ich da doch hier lang. So, oder ich könnte das hier nutzen, wenn ich da oben rüber gehe. So. Ich hoffe, das passt jetzt auch. Ja, das sollten wir hinkriegen. Dieses Gleis hier kann ich jetzt nicht für andere Sachen noch verwenden, weil hier ganz lange so ein Eisenzug stehen wird. Nämlich er hier. Auch hier wäre es, glaube ich, ganz günstig, von beiden Seiten zu befüllen. Ist das so? Ja, genau. Zinn fährt mit aufs Wartegleis.
Ich brauche ein bisschen Platz. So, wenn wir jetzt mal schauen. Ja, ich würde ganz gerne 1, 2, 3, 4 Sachen anliefern. Dann eine Kiste, dann das Gleis. Geht das? Ja. Dann können wir auf der linken Seite auch noch anliefern. So. Mit den Signalen, das gefällt mir nicht so ganz genau. Wenn der jetzt hier alles blockiert, warte mal, wir haben hier. Jetzt fällt er hier erstmal weg. Muss ich mir gleich nochmal überlegen. Kann doch flach oder nicht? Geht nicht flach. Dann so. Okay, und jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt müssen wir das Ganze hier mal neu denken. Hier ist ein Signal. Warum habe ich das? Weiß ich nicht, wird aber einen Sinn haben. Hier ist ein Kettensignal, ist okay. Und jetzt haben wir von dem Kettensignal, können wir auf 4 Gleise fahren. Das heißt, hier haben wir ein Signal. Da haben wir ein Signal. Da haben wir ein. Und hier haben wir auch eins. Ein bisschen versteckt. Das Ding muss mal weg. Und das packen wir mal hier hin. So, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4 Möglichkeiten, über dieses Kettensignal hier wegzukommen. Und jetzt brauchen wir an der anderen Stelle 4 Kettensignale als Ausgang dieses Gleises. Das ist schon eins. Das muss weg. Das ist das zweite. Das muss weg. Das ist das dritte und das ist das vierte. Und da können wir rausfahren, wenn hier frei ist. Ja. So. Haltestelle, wo habe ich keine mehr? Und ein Zug. Ich hatte auch eben auch noch ganz viele Waggons, wo sind die jetzt hin? Ich glaube, ich habe eben falsch geguckt. Ich habe rechts geguckt und gedacht, das habe ich im Inventar. So daneben bin ich schon. So, wir brauchen hier mehrere kleine Bahnhöfe. Erstmal nur einen, aber später mehr.
Du kannst schon mal heißen Main Abholung Zinn. So, jetzt kommt hier quasi der nächste Bahnhof. Und keine Ahnung, was ich da transportiere. Das wird man dann sehen. Ja, macht ja nichts. Jetzt parkt er da die ganze Zeit. Das ist mir noch zu wenig. 5 Minuten. Das reicht locker. In 10 Minuten oder plus der Entladezeit, also sagen wir, wenn es hochkommt, 12, 13 Minuten, verballern wir hier nicht das ganze Eisen da, dass es dann wieder leer ist. Oben. So. Damit sich die Kisten vernünftig befüllen. Ja, so ganz genau geht's nicht, ne? Es geht bestimmt ganz genau, aber... So, ja, ist trotzdem die Mitte, wird jetzt mehr bekommen als die Außenkisten, aber ist besser, als wenn ich ein Fließband einfach nur so da lang lege. So, warum hast du noch keinen Strom? Tja. Beschränkt mit... So, du fährst Main Abholung Zinn und dann fährst du Nord Anlieferung bzw. Lager 1. Ne, erstmal warte und dann Lager 1. So. Kann dich schon mal mit Sprit versorgen. Können wir schon mal machen. Ja. Automatismus sollte ja funktionieren. Müsste jetzt bei Warte stehen bleiben und nichts mehr tun. Bis ich das Haltesignal entsprechend umprogrammiere. So, ist erstmal nur hier auf einer Seite, das Zinn ist mir jetzt auch egal. Wie gesagt, noch keine Massenproduktion.
erstmal, dass es vom Prinzip her funktioniert und dann dafür zu sorgen, dass hier dann das auf beiden Seiten läuft, das ist kein Problem. Oder noch irgendwo einen anderen Bahnhof zu bauen, wo wir auch Zinnen herstellen, wo wir das dann verteilen können. Auch kein Problem. So, jetzt kommt Zinn hier in die Kisten. Jetzt müssen wir ihm oben noch sagen, dass er auch Zinn abholen soll, wenn im Lagerhaus weniger als 100 drin sind. Jetzt stehen wir hier schon zu dritt auf dem Wartegleis, aber dafür haben wir das ja extra lang gemacht. Und keiner dieser Züge wird momentan benötigt, denn das Lagerhaus sagt, nein, ich brauche nichts. Und sobald das Lagerhaus sagt, ja, ich brauche was, dann werden alle Züge losfahren und versuchen, ihr Zeug bei dem Lagerhaus loszuwerden. Und wenn das Lagerhaus das nicht braucht, dann fahren die halt wieder weg. So, du machst hier Zinn, das ist okay. Du musst auch noch oben irgendwo Zinn loswerden. Achso, genau, das wäre dann das hier im Prinzip. Dieses Coke-Band hier oben. Das müsste weg. Nehme ich jetzt auch Eisen auf oder? Ich fürchte es fast. Nee, Gras. Nee, es sah nur so aus. So, da kommt Zinn hin. Wo war es gerade? Tinplate. Ja, Construction Robots sind fertig, sehr schön. Habe mich fast ein bisschen erschreckt, weil das jetzt ja schon, ja, vielleicht 2 Stunden lief, noch länger, keine Ahnung. Jetzt haben wir ihn hier verkabelt. Du gehst hier auf 1. Beziehungsweise, bevor ich jetzt was Falsches mache, machen wir den hier nochmal verdoppeln. Und machen hier aus Coke. Also, jetzt machen wir hier draus kleiner 100. Und wenn ich jetzt hier auf Tin stelle, dann müssten die Züge losfahren. So, der erste kommt, will Zeug loswerden, hat nichts, fährt weiter. Der nächste kommt, will Zeug loswerden, hat nichts, fährt weiter, fährt zu Coke. Bei Coke wird da was los. Jetzt kann er hier mit seinem Zinn theoretisch was machen. Jetzt würde er weiterfahren wollen. Habe ich ihm da gesagt, 2 Sekunden Inaktivität? Ne, habe ich noch nichts gesagt. Abholung. Hier machen wir Inaktivität für 2 Sekunden. Oder Zeit vergangen.
10 Minuten. Wenn der jetzt tatsächlich 10 Minuten lang Zinn eingesackt hat, dann müsste er mal wieder losfahren, um was loszuwerden. Denn bis sonst Inaktivität ist, es kann jetzt sehr, sehr lange dauern, bis der Frachtraum voll ist. So, hier bei dem Warte machen wir keine Wait Condition, da fährt er direkt und Main Abholung Zinn, da sagen wir Inaktivität 2 Sekunden. So, und der ist jetzt unterwegs, oder beziehungsweise der lädt jetzt gerade Zinn ein, und damit jetzt nicht alle Züge die ganze Zeit fahren, sage ich ihm, er soll schon mal hier weiterfahren. Achso, kann er eh nicht. Nee, er soll doch dahin fahren. Er hier hält jetzt den Laden so ein bisschen auf. Aber das wird sich alles einpendeln. Gut, prima. Ich denke, das reicht denn für heute. Dann können wir nächste Folge mal die Blaupause hier hinstellen, dass wir dann die elektronischen Schaltkreise nächste Runde vielleicht sogar schon komplett herstellen können. Mal schauen. Ich hole in der Zwischenzeit aber noch Material, so was wir so zum Bauen brauchen. Also bis dann, macht's gut. Tschüss.